Hallo und herzlich willkommen zu AbiWeb. Wir haben uns ja schon darüber unterhalten, dass es einige Verben gibt, die den Subjunktiv auslösen, die ihn auch definitiv auslösen. Jetzt gibt es aber wiederum andere Verben, die lösen den Subjunktiv nur unter gewissen Bedingungen aus. Und das ist das, was im Französischen unter sens propre und sens figuré bekannt ist. Sens propre bedeutet, dass wir das Verb in seinem ursprünglichen Sinn verwenden, also so, wie wir es eigentlich auch kennen. Und sens figuré hingegen beinhaltet eher den übertragenen Sinn. Und darauf müssen wir achten, wenn wir zum Beispiel Verben benutzen wie supposer que. Das heißt, wenn wir ihn in seiner ursprünglichen Bedeutung benutzen, also im Sinne von vermuten, dann folgt im Nebensatz immer der Indikativ. Benutzen wir aber das Wort, also supposer que, im übertragenen Sinn unter zum Beispiel der Übersetzung voraussetzen und verlangen, brauchen wir hier den Subjunktiv. Hier habe ich euch mal ein Beispiel auch mitgebracht, um mal zu sehen, wie das innerhalb von einem Satz aussieht. Hier haben wir das Verb admettre que, im sens propre wieder, also die ursprüngliche Bedeutung im Sinne von zugeben. Il admet qu'il n'a pas d'alibi, benutzen wir den Indikativ. Benutzen wir das Verb hingegen wieder im übertragenen Sinn, also sens figuré. J'admets qu'il soit coupable, also ich dulde es oder ich akzeptiere es, dass er schuldig ist. Darum benutzen wir wieder den Subjunktiv. Also immer darauf achten, in welchem Zusammenhang die Verben benutzt werden oder ob man es eher im übertragenen oder im ursprünglichen Sinn verwendet. Und das war es zum fünften Teil, der Subjunktivauslöser.